Mannschaft und von Borussia Dortmund. So, meine Lieben, da sind wir, 26. Spieltag und ich bin immer noch ein bisschen aufgegeilt aus der Champions-League-Woche, muss ich ganz klar sagen. Nun gucken wir doch mal, was hier passiert. Gegen die Borussen, da müssen wir erst wieder so ein bisschen zu uns finden, oder? Oder geben wir gleich so weiter Gas? Es sieht ganz danach aus, als würden wir gerade so weitermachen, wie wir die letzten 20 Minuten gegen Tottenham aufgehört haben. Also, so ein bisschen wehleidig bin ich aber, was die Entwicklung der kommenden Spiele angeht. Wir spielen jetzt dreimal gegen Bayern noch. Also, das heißt, wir haben dieses Jahr fünfmal gegen Bayern München gespielt. Also, das ist dann schon heftig. Eigentlich schade drum. Gerade in der Champions League ein deutsch-deutsches Viertelfinale. Das ist dann schon eigentlich traurig. Aber gut, können wir nicht ändern. Müssen wir jetzt durch, irgendwie. Also, wird Bayern unser großer Gegner dieses Jahr. Ist ja sowieso momentan heiß umschrieben, oder? Dortmund und München. Beide Mannschaften aber bei uns im FM13 ja nicht wirklich stark, ne? Also, jetzt habe ich zumindest elf Minuten aus dem aktuellen Spiel verquatscht. Können wir mal ein bisschen reingehen und gucken, wie sich unsere Männer entwickeln, was für Stärken sie heute auffahren. Wir sehen mal, guckt mal kurz rein, liebe Leute. Mannschaftsstärke 897. Wir knacken wieder mit der aktuellen Form an der 900 oder wir kratzen dran. Also, Jungs, lasst knacken, zeigt mal, was ihr könnt. Oh, Wijnaldum verzieht aus zentraler Position einen Schuss. Aus gut 20 Metern deutlich Abstoß, da war mehr möglich. Mein Gott, was der Junge in der letzten Zeit für wichtige Tore geschossen hat, ne? Aber auch Traoré, heute in der Startelf, obwohl er ja Diagnose Joker hat, kommt er trotzdem zurzeit wieder von Beginn an, ne? Weil er momentan einfach so stark ist. Und es stand ja auch in den Kommentaren, ich lese ja auch alles. Vieles überlese ich, weil mir ist aufgefallen, dass es häufig auch oft die gleichen Fragen gestellt sind. Können ja Leute nichts dafür, wenn sie frisch dabei sind. Aber das ist das Coole an dieser Community, dass dann auch immer diese Fragen noch genauso selbstverständlich beantwortet werden, auch wenn man sie schon 10-mal beantwortet hat. Finde ich richtig geil, auch von den Leuten allgemein, die hier zuschauen, die schon länger dabei sind, ne? Ganz klar. Ist sowieso die geilste Scheiße. Ich meine, wir fluchen nicht, wir haben keine Gewalt, wir sind total gewaltlos, aber dann flucht er gleich wieder, der Bergi. So blöd. Ne, gut, okay, aber genügend Lobhulderei auf unsere Community. Ich denke mal, das wisst ihr sowieso, dass ich da ziemlich geil auf euch bin, muss ich ganz klar sagen. Und mittlerweile muss man immer sagen, no homo, ne? herrlich. Okay, alles klar. So, jetzt haben wir 39 Minuten Blödsinn gequatscht, weil die Laune so gut ist nach dem letzten Spiel. Jetzt können wir mal wirklich hier reingehen und gucken, dass wir ein Tor schießen. Jetzt vielleicht sogar in der 41. Schön wäre es ja gewesen. Emre Can spielt da sehr mannschaftsdienlich und passt zu Traoré. Statt selbst zu schießen, der gefährliche Burkina aber verzieht überhastet. Schade. Es bleibt dann 0:0. Dortmund auf Augenhöhe mit uns hier. Klar, Mannschaftsstärke 841 ist nicht so schlecht. Bei uns ist es überwiegend gut. Jung ist wieder back. Also es ist echt unglaublich. Du nimmst den einen Spieler, ein, zwei Spiele raus, lässt einen anderen laufen. Wenn er wieder reinkommt, gerade so jemand wie Sebastian Jung, gibt er Vollgas. Also irgendwo muss der Faktor Konkurrenzkampf doch aktiviert sein im FM13. Das muss es geben, weil sonst ist das nicht, wäre das nicht so auffällig, ne? Wie es hier ist. Also Jungs, kommt schon. Wir motivieren die Offensive, dass die mal jetzt Gas geben. Die haben ja auch alle hier Türkis. Ich sage immer noch, das ist Türkis. Bei dem einen oder anderen ist es dunkelblau. Kann aber auch deswegen dunkelblau sein, weil wenn ich ein Video aufnehme, das dann render, ist es meist ein bisschen dunkler wie original. Bei mir ist es Türkis. Ich schwör's, ich mache jetzt einen Screenshot. Zack. Und den lade ich auf Facebook hoch. Alles klar. So, los geht's. Wir motivieren und massieren, wie sie es gehört, vom Feinsten. Natürlich auch Jorginho, ist ja gar keine Frage. Noch ist er bei uns. Und das wäre so ein Typ, den ich bis zum Ende auskosten würde. Normalerweise lässt man ja dann Spieler immer, wenn man weiß, okay, die gehen weg, nicht mehr auflaufen und nimmt dann lieber jemanden, von dem man was länger hat, ne, und nimmt gleich diese Erfahrungswerte mit. Bei ihm würde ich ihn trotzdem laufen lassen. Bis zum letzten Tag, weil man einfach mit ihm wirklich sehr, sehr erfolgreich spielt, ne, sportlich gesehen, ganz klar. So. In der zweiten Hälfte verderben wir ihn endgültig die Laune, sage ich. Alles klar, dann lassen wir es doch knacken, oder? Jung freut mich. Mensch, Junge. Richtig gut, richtig stark. Okay, los geht's. Wir lassen auch jetzt mal ein bisschen hier warm laufen. Holpi, Gnabry, Jelavic. Auf geht's, Jungs. Kommt schon. Wijnaldum, der nächste Pfostenschuss. Alles klar, was hat er denn gemacht? Wijnaldum lässt Oshipka mit einer feinen Finte rechts im Strafraum aussteigen und hält drauf. Der Ball prallt vom Außenpfosten zurück. Wir warten weiter auf das erste Tor und da ist es gefallen. Geht doch.
Wer macht's denn? Çalhanoğlu wollte ich eigentlich auswechseln. Unglaublich. Jetzt macht er doch das Tor. Krass, krass, krass. Nach Vorlage von Wijnaldum. Wijnaldum gibt den Ball von rechts herein und Çalhanoğlu schippt ihn galant ins Tor. Das sah einfacher aus, als es war. Geile Scheiße. Also unglaublich gut, dass sie da wieder die Kurve kriegen. Und wieder war Wijnaldum dran beteiligt. Aber ich denke mal mittlerweile, der ein oder andere hat ja schon geschrieben. Also ich sehe nicht so ungefähr, dass ich mich da so ein bisschen verteidige oder so eine Verteidigungshaltung einnehme. Die ein oder andere hat schon geschrieben. Gott sei Dank geht er weg, weil deine Lobhulderei auf Wijnaldum geht mir auf den Sack. Klar, ich lobe ihn hoch, ne? Aber er ist ja aber auch verdammt gut. Das ist wie wenn du mit Barcelona spielst und hast einen Messi. Ne? Es ist einfach so. So haben die halt unseren Wijnaldum. Ne? Ist halt ein Weltklasse-Spieler. Der einzige bei uns, denke ich mal, der so Weltklasse spielt. Aber auch im 3D-Modus das zeigt. Ne? Ist ja echt überragend. So, okay. Kicken wir mal. Was der Rest macht, der Jungs, spielen ja alle auf absolutem Spitzenniveau. Ein Chan kann auch ein Weltklasse-Mittelfeldspieler werden. Gar keine Frage. Ein Höger ist es meiner Meinung nach schon. Also, wenn der in richtig guter Form ist, was der rausholt, Wahnsinn. Aber zweimal zentrales Mittelfeld, gelbe Karte vorbelastet. Da bahnt sich dann doch ein Wechsel an. Also, ich bringe jetzt doch mal Jelavic, meine Lieben. In der 62., 63. Holpi darf sich wieder setzen. Van der Vaart lasse ich mal. Hätte ich jetzt einen Jelavic, würde ich einen Anita bringen. Habe ich leider nicht. So muss ich da auf andere Kräfte zurückgreifen. Und auf einen Rajkovic, den ich ganz gerne reinbringen würde für Kouyaté. 64. Minute. Dann, ich bringe mal jetzt schon für Chan. Ja, ich würde ihn jetzt da nicht. Doch, wir können Chan ruhig auskosten. Möglichkeit? Ah, ne, wir nehmen die Erfahrenen. Wir gehen auf Erfahrung. Höger bleibt drin. Van der Vaart kommt für Emre Chan. Hoffentlich baut jetzt Çalhanoğlu nicht ab. Das wäre mir echt, muss man mal beobachten. Das war häufig so, dass wenn sofort 0,5 Punkte schlechter in der Note Çalhanoğlu auf einen Schlag, wo er reinkam, da Van der Vaart. Krass. Krass. Das ist echt so. Aber jetzt machen wir 2-0, oder? Ja. Wer macht's denn? Jelavic, kaum drin, ein Tor. Also wer ist jetzt der bessere Joker? Traoré oder Jelavic? Es ist unglaublich stark. Geil. Okay, gucken wir mal. Ich will den Rajkovic noch bringen. Ruhig mit Note. Mit der B-Note. Mit der Haltungsnote. Nicht zu spät. Oh, pünktlich 70. Ob der noch eine Note kriegt, weiß ich nicht. Werden wir mal sehen. Also, 2-0 führen wir. Der ist dann noch schon ein bisschen entspannter, das Ganze. Jung freut mich ja, dass der eine 1 wieder hat als Rechtsverteidiger. War ja bei mir so, ich möchte sagen, im Hinterkopf so ein bisschen abgeschrieben. Wo ich mir gesagt habe, Mensch, das wäre vielleicht eine Position, könnte man nochmal Geld ausgeben. Aber er kommt wieder zurück. Das ist ja, man kann es auch nicht an einem Spiel festmachen. Ist ja auch wiederum klar. Aber bei ihm ist es schon auffällig. Ne? Ganz klar, ohne Frage. So. Also Jungs, kommt. 2-0 führen wir. Da geht noch was, oder? Ecke von links. Aogo. Ilkay Gündogan kann da Hakan Çalhanoğlu gerade noch so beim Kopfball behindern, dass dieser den Ball nicht mehr richtig platzieren kann. Damit geht das Leder etwa 3 Meter am Kasten vorbei. Es bleibt hier beim 0-2. Schade. Möglichkeit für Dortmund jetzt. Die sind ja auf dem 5. Tabellenplatz. Wichtig für uns. Für uns ist viel wichtiger, wie Leverkusen momentan immer spielt. Dann werden wir dann schon führen und gewinnen. Idealerweise strauchelt dann der amtierende Meister ein wenig. Und wir ziehen so ein bisschen davon. Das wäre natürlich ideal. Möglichkeit nochmal für Dortmund. Wäre jetzt natürlich ärgerlich, weil jetzt wüsste ich zum Beispiel gar nicht, von den Kräften her sind ja wirklich Top-Kräfte auf dem Platz. Auch Top-Noten, wenn wir jetzt dann noch das verspielen sollten in der Defensive, wüsste ich gar nicht warum, ne? Weil die sind ja so eingespielt und alles und sind auch von der Stärke her wirklich top. Da wäre ich dann wirklich ratlos, streckenweise, aber bis jetzt. Also in den ersten 77 Minuten läuft es ja gut. So. Sehr gut, sehr gut. Bei 3-0 kann man sagen, es läuft sehr gut. Wer macht denn hier bitte? Kier nach Ecke von Aogo. Oh, das habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Dass wirklich einer der vorgeschickten Innenverteidiger das Tor macht. Ey, krass. Richtig cool. Aogo fruchtet. Okay, 78 Minuten. Das ist gegessen. Das haben wir erfolgreich runtergespielt. So lässt sich dann auch gegen Bayern anstinken. Oh, Van der Vaart mit einer 1. Çalhanoğlu hat die 2,5 behalten. Hatte eine 2 zwischenzeitlich. Aber gut, waren ja keine größeren Aktionen mehr von ihm dabei. Nochmal Ecke. Auf den kurzen Pfosten. Das wird ziemlich gefährlich. Torhüter Roman Weidenfeller fliegt heran und prallt gegen den Pfosten. Der Ball wird dann von Santana geklärt. Aber Roman Weidenfeller dürfte jetzt ganz schöne Kopfschmerzen haben. Er kann aber schon wieder lachen. Ja, alles klar.
Dass der noch spielt, der Weidenfeller, ne? Der ist schon 300 Jahre alt. Oder kann man den hier sehen? Nee, leider nicht. Oh! Sorry für den kleinen Huster. Aber Ivan Perisic erlaubt sich erneut einen Foul, obwohl er bereits die gelbe Karte hat. Mal sehen, wie Kramer reagiert. Gelb-Rot für Perisic, das geht in Ordnung. Krass, krass, krass. Okay, eine Minute Nachspielzeit. Die Werte sind wirklich diesmal wieder überragend. Außer Rajkovic. Hui, eine 5,5 ist dann schon ein halber Totalausfall. Ein halber Totalausfall. Bis gleich im Nachbericht, ne?